Hi, willkommen beim weiteren Video. Heute gibt es mal einen kleinen Guide zum Jäger, zum besser gesagt zum Überlebensjäger und wie das Ganze aussieht, was ihr beachten müsst, das zeige ich euch jetzt. Wir fangen mal an mit den Talenten. Ganz einfach beim Jäger. Ich habe so geskillt. Es gibt die Variante auch noch anders da, dass man quasi mit Wyverngift spielt und dann Hydra biss, aber finde ich meiner Meinung nach nicht so ganz effektiv. Was ihr in der dritten Reihe, also am 45er Talent, ändern müsstet. Camouflage ist für Weltquests und für andere Sachen richtig geil. Wenn ihr wirklich Progress raiden wollt oder High-End-Mythische Plus machen wollt, dann skillt vorher um auf natürliche Heilung, weil ihr unterstützt euch damit besser und auch den Heiler ein bisschen. Ihr könnt euch einfach besser und öfters heilen. Den Rest könnt ihr eigentlich so übernehmen, ist kein Thema. Ich will jetzt hier auch nicht weiter auf die Details eingehen. Das soll ein kleiner, schneller Guide werden. Wenn ihr einen ausführlichen Guide haben wollt, beschrieben mit Details, auch zu Azeri-Trades und sowas, schreibt mir das gerne unten rein, lasst Feedback da und dann machen wir gerne nochmal ein weiteres Video, wo ich detaillierter darauf eingehe, warum man das so macht und so spielt. Also, das ist quasi die Talente, die ihr skillen könnt oder solltet. Was habt ihr für Fähigkeiten, was müsst ihr für Stat-Prioritäten beachten? Stat-Priorität ist folgendermaßen: Ihr geht natürlich auf allererstes Mal auf Beweglichkeit, ist euer Main-Wert, den müsst ihr haben. Ja, nützt euch nichts, wenn ihr mit Intelligenz spielt, was so mal gar nicht geht. Aber nach Beweglichkeit kommt an erster Stelle Tempo. Ja, also guckt, dass auf eurem Equipment überall Tempo drauf ist. Nach Tempo kommt Crit. Ja? Nach Crit kommt Vielseitigkeit und erst ganz am Ende kommt die Meisterschaft. Also versucht so wenig Meisterschaft und Vielseitigkeit zu haben, wie nur möglich. Wenn wir gerade mal kurz zu Beginn, ja, ich habe hier teilweise Meisterschaft, es lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Aber ihr seht hier meistens überall das Tempo drauf. Ja? Okay, die Waffe ist halt echt Schrott, da muss ich mal noch eine bessere finden, aber ich krieg momentan leider keine. Aber ihr seht das, ne? Also, was gibt's noch zu beachten? Wenn wir gerade bei den Stats sind, auf den Ringen kommt Tempo drauf als Verzauberung, ja? Auf die Waffe kommt schnelle Navigation, ist auch Tempo, ja. Überall, wo es geht, wird Tempo drauf verzaubert, weil das euer Mainset ist, in der ich so hart pusht. Warum? Er pusht euch so hart, ganz einfach. Dadurch kriegt ihr Fokusregeneration, also ihr könnt ja erhöht das Angriffstempo und die Fokusregeneration, ja. Was in Kombination nachher mit Heldentum oder Kampfrausch, je nachdem, wo er spielt, exponentiell steigert. Ihr werdet das merken, bei jedem Kampfrausch, Heldentum, was gezündet wird, im Kampf macht ihr weitaus mehr Damage. Ist richtig geil. Ja, also wie gesagt, überall kommt Tempo drauf. Als Sockel nehmt ihr wie hier in der Waffe Beweglichkeit oder bitte Tempo. Ja, die beiden Optionen gibt es. Es nützt euch nichts mit Crit und sowas, dafür ist Tempo einfach für den Überlebensjäger viel zu stark. Ja. Ja. Dann würde ich gerne noch auf ein Azeri-Trade eingehen. Nur damit wir es kurz angesprochen haben. Das ist wirklich das Nice to Have. Haben wir es? Hier haben wir es. Das erste ist es. Sieht folgendermaßen aus: Primitive Intuition. Ja? Passiv, keine Angst. Euer maximaler Fokus wird von 100 auf 120 erhöht. Und der Mongo-Biss erhöht euren kritischen Trefferwert 12 Sekunden lang. Ach, also der Crit wird erhöht. Das ist. Ja, ist nachhaltig. Aber der erste Satz ist entscheidend. Ihr kriegt 20 mehr, also 20 Fokus mehr. Was im Umkehrschluss nachher in der Main-Rotation heißt, ihr könnt quasi mit genügend Tempo einfach 5-mal Mungobis machen. Rotation und Stat-Priority, also Stat-Priority haben wir jetzt gemacht. Zu der Rotation kommen wir gleich dazu. Da habe ich auch noch ein neues Gimmick für euch. Also wenn soweit keine Fragen mehr sind, oder sollten jetzt Fragen an dieser Stelle sein, pausiert kurz, schreibt uns ein Dinger rein, was euch fragt, was ihr euch wünschen würdet. Ne? Ja, das ist zumindest das kleine Schnelle. Wenn ihr noch raiden wollt, habe ich hier noch ein paar Sachen, die hilfreich sind. Nehmt als Buffhut die Boralus oder die Blutwurst aus Boralus. Die gibt euch nämlich Beweglichkeit. Andererseits könnt ihr auch den Zumpfisch mit Fritten nehmen. Warum? Ach, das war Alchi, Moment. Zumpfisch mit Fritten. Wo haben wir denn? Kartoffeln, Fritten, da. Das gibt euch nämlich Tempo. Also Boralus Bratwurst oder mit Fritten. Das könnt ihr euch eigentlich fast aussuchen. Ich habe
habe mir das irgendwann hergestellt, weil ich so viel Fleisch übrig hatte. Deswegen habe ich das noch. Hier diese Kampfabzeichen könnt ihr euch im AH kaufen oder könnt ihr euch an eurem Missionstisch erspielen. Kann man nehmen, aber die sind nach dem Tod halt weg, genau wie das Buffwood. Zum Kampfeinstieg oder wenn HT gezündet werden oder Kampfrausch, könnt ihr einen Kampftrank nehmen. Macht halt auch nochmal extrem viel Schaden und nutzt für Raids Nächtchen der Ströme. Ja? Also alles, was mit Beweglichkeit zu tun hat, könnt ihr gerne einwerfen. Ja, das zu den Fläschchen und Flask und Essen. Jetzt wollen wir aber mal auch zu der Rotation kommen. Ich habe mir eine Weak Aura gebastelt, die verlinke ich euch unten. Die könnt ihr gerne kopieren und einfügen. Wenn dazu Fragen kommen sollten, das erkläre ich jetzt nicht. Das können wir gerne mal anders machen. Hier geht es jetzt einfach nur um die Rotation, die Spielweise. Ihr seht hier, ich habe mir die Main-Fähigkeiten alle in die Ecke gezogen. Wir spielen jetzt hier primär mit Mungobiss, mit Schlangengift, mit Tötungsbefehl, Zerlegen gegebenenfalls. Hier haben wir noch zwei Unterbrecher, also ihr unterbrecht einen und euer Pet unterbricht einen. Dann die Harpune oder der Haken, ne? Der Shroundcrab, Rückzug, Lauffeuerbombe, koordinierter Angriff, Aspekt des Adlers. Das ist mein Trinket, was ich immer nebenbei zünde. Das ist jetzt Camouflage. Wie gesagt, wenn ihr das Skill habt, das, wenn ihr nicht, dann Skill der Freudentaumel. Jeden Mal spendet 20%, 20 Fokus verbraucht, kriegt ihr eine Sekunde Cooldown. Das ist einfach eure Schildkröte, ist immer nice to have. Gibt halt eine Menge Defense und ein bisschen Heal. Ja, gibt euch einfach Geschwindigkeit, bisschen Boost. Je früher besser das Talent. Das ist einfach mein Makro, das kann ich euch auch mal unten verlinken, was jetzt quasi auf mein Pet automatisch gewirkt wird oder wenn ich einen Fokus habe, wird es auf mein Fokus-Target gelegt. Könnt das einfach totstellen. Ja, ihr seht, ist kein Hexenwerk. Das ist noch die Fähigkeit von meinem Pet. Können wir auch mal kurz reingehen. Begleiter, nehmt ein Wildheit-Pet, ja. Wenn ihr Damage machen wollt, nehmt ein Wildheit-Pet. Nehmt kein Hartnäckigkeits-Pet und auch kein Gerissenheits-Pet. Wildheit ist einfach nice to have. Ihr könnt auch in dieser Kombination Bosse legen, ist gar kein Thema. Ich habe zum Beispiel jetzt in der Kombination Normal Inis einfach gesolot, weil es einfach geht. Da habe ich natürlich ein Tankpad rausgenommen, aber für den Trash oder sowas reicht das vollkommen. Zündet Hel Kampfrausch oder ultimative Wut ist halt Kampfrausch in dem Sinne, Heldentum und haut das Zeug weg. Wie sieht die Rotation aus? Also, ihr fangt an mit dem Boss, ihr nehmt Schlangengift drauf, ihr werft das Zeug drauf. In der Zeit könnt ihr ranlaufen oder hakt euch halt ran mit der Harpune. Und ihr seht schon in meiner Weak Aura, was sie hier macht. Schönes, ne? Die zeigt mir das schön an. Was auf dem Boss ist, wenn ihr das nicht so habt und das nicht sehen könnt, zeigt ihr es so an. Also, fangen wir mal an. Ihr geht im Schlangengift rein, lauft vor, macht die Harpune, die Bombe, ne? Macht euer Pet und macht dann schön euer Mungobiss. Ihr seht, es läuft aus, wieder auffrischen. Ja? Immer, dass die Dots aktiv sind, ja? Ihr seht, was läuft als nächstes aus. Das erneuern. Ja. Also immer schön aufrechterhalten. So, jetzt können wir noch mein Trinket zünden und noch das zünden. Ihr seht, oh, sehr schön. Von jeder Angriff wird angezeigt. Ihr seht, hier ist was ausgelaufen. Das läuft aus. Oh, ihr seht, Mungo ist auch nicht mehr drauf. Ja. Immer schön aktiv halten. Übt das eine Weile, das ist gar nicht so einfach, ne? Dass auch während ein Raid nachher, wenn andere Dinge noch laufen und nachher. Ist gar nicht so einfach. Jetzt seht ihr auf einmal Mungobiss leuchtet. Warum leuchtet Mungobiss auf einmal? Das liegt an der Fähigkeit, sobald ihr Mungobiss fünfmal auf dem Ziel wirkt, ne, macht ihr halt mehr Schaden. Das ist jetzt für mich so der Anfang. Mit jedem Mal, wo Mungobiss drauf liegt, ihr seht ja hier diesen kleinen Zahl, ja, macht ihr mehr Schaden. Ihr kriegt nämlich so einen kleinen Buff hier unten. Schaden wird erhöht jedes Mal von Mungobiss, ja. Das erste Mal um 15%, um 30%, ja. Um 45%, um 60%. Und jetzt um 75%. Jetzt macht jeder Angriff 75% mehr Damage. Deswegen versucht das aufzufrischen. Und ja, es ist schwierig zu erklären. Es gehört ein bisschen Übung dabei. Versucht im Primär erstmal gucken, dass ihr alle eure Dots drauf habt. Also Schlangengift, Lauffeuerbombe und ganz wichtig euer Pet. Ja, aber jetzt nicht das Tötungsbefehl spammen, dass ihr nichts mehr habt davon. Klar, Tötungsbefehl gibt euch Fokus wieder für euch. Ja. Tötungsbefehl macht aber auch noch einen schönen Effekt für euch oder auf euch. War Raubtier. Angriffstempo erhöht. Ihr würdet es gleich sehen. Ausgelaufen, ich habe kein Raubtier mehr. Drück's wieder, ich habe wieder Raubtier. Also, das macht Angriffstempo, ja?
Tempo ist wichtig. Der Main Stat, den braucht ihr. Ja. Und wie ihr seht, habe ich auch die 120 Fokus Skill oder das Trade, was man spielen sollte. Ich packe euch nochmal einen Link unten rein, da könnt ihr alles nachlesen. Ist allerdings auf Englisch, aber ich denke, das ist selbst trotzdem selbstverständlich und gut erklärt. Einige von euch werden die Seite schon kennen auf AC Bane. Ja, also wenn nochmal einfach nochmal so zu mir oder von mir, holt das Pad nochmal zurück. Komm her. So, wie läuft das Ganze jetzt ab, wenn man wirklich spielt? Jetzt habe ich es ein bisschen erklärt. Also, meistens laufe ich ran, es wird gepullt, ich laufe ran, ich drücke das, ich drücke das, bin dann am Mob dran, drück dies, drück Dieser das Gegenstand lädt noch und da wird nicht. gespielt. Ja, das haben wir vergessen. Dann wird das aufgefrischt. Jetzt war gerade der Fehler, wenn ihr nochmal 5 Sekunden oder so zurückspult, habt ihr gesehen, ich habe die Bombe aufgerüstet. Da wäre es dann vielleicht sinnvoller gewesen, dass ich erst die letzten 2 Sekunden genutzt hätte von den 75% mehr Damage. Ja? Jetzt halt wieder Fokus aufbauen, sag ich mal ein bisschen, so bis 80, 90 oder 70, 80, 90 um den Dreh rum. Dann ruhig zweimal spammen und derzeit wieder den Rest auffrischen. Ja? Und dann alles weitermachen. Wieder auffrischen, so bei 100 und dann wieder runter tickern. 4, 3, jetzt habt ihr wieder mehr Damage, zack. Ja, und jetzt den Rest wieder auffrischen. Hinten, das können wir jetzt nicht machen. Koordinatorangriff hat Cooldown, ne? Ja, das war's im Grunde. Wenn jetzt natürlich ein Effekt kommt, ah, es kommt mal vor, ihr könnt nicht anlaufen, nutzt Rückzug oder lauft einfach weg und nutzt jetzt hier den Aspekt des Adlers. Damit könnt ihr, ich hab's eingeblendet, 15 Sekunden lang aus der Ferne vollkommen Damage machen. Ihr könnt jetzt auch den Effekt vom Trinket zünden. Könnt aus der Entfernung hier den ganzen Damage fahren, so wie ihr es braucht. Ja, euer Pet steht ja weiterhin, das kriegt ja weniger Damage vorne. Und ihr könnt jetzt alles schön weiter Ich bin bomben. Ja, außer Reichweite. jetzt ist natürlich der Effekt ausgelaufen. Nutzen wir die Harpune und geht ran. So sieht's aus. Also, das ist so das, was man auch machen sollte. Übt das ein bisschen. Single Target ist der Jäger sehr gut. Er kommt nicht, hat nicht diesen Burst, den andere Klassen haben, aber. Er hat die Kontinuierlichkeit. Das ist, je länger du lebst, desto mehr Schaden wirst du machen. Also, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich fange schwach an, halt dafür aber konstant mein Damage, ne, und kämpfe mich dadurch im Laufe des Kampfes nach oben. Ja, AOE macht man nicht viel. Da können wir einfach nur sagen, Bombe rein. Vielleicht das Gift auf den Dots, auf den Zielen aufrechterhalten. Oder hier ein AOE zerlegen. Macht auf allen was drauf, ne? Ansonsten. Einfach mit Tönungsbild aufrechthalten und ein bisschen nebenbei noch Ungebiss machen, sowas. Also, das ist so, ja, je nach Trades, wie gesagt. Also, man kann da Ich viel muss näher machen, heran. aber das ist so erstmal Bombe machen, zerlegen, ne? Und dann Fokusregeneration macht er damit Tönungsbefehl. Also, ihr seid keine AOE-Maschine. Wenn ihr eine AOE-Maschine spielen wollt, der Jäger meiner Meinung nach die falsche Klasse oder ihr müsst Beastmaster. Ja, ne, ihr müsst Beastmaster anspielen. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt noch verschiedene Einzelheiten und Fähigkeiten, die mit den Azarit-Trades dann kommen. Das möchte ich jetzt aber in diesem Video an der Stelle nicht näher darauf eingehen, weil es einfach zu zeitintensiv ist. Wir können uns gerne verschiedene Trades vornehmen. Schreibt das unten in die Kommentare. Und wenn wir das gemacht haben, oder wenn ihr sowas noch wollt und wünscht, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst zu dem ganzen Guide. Ich verlinke euch, wie gesagt, ICBN, die Seite, wo ich die Daten alle herb und meine Erfahrung herb. Ich verlinke euch meine Weak Aura, die könnt ihr einfach kopieren, in Weak Auras einfügen und dann habt ihr das. Ich verlinke euch noch ein paar andere Dinge, die mir so einfallen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, euer Feedback da lasst. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.